Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf Firebase Z Solo AFK leveln könnt. Was ihr hierfür braucht, ist die Giftpflanze auf Stufe 5 und ich würde euch empfehlen, nehmt Betäubungsgranaten mit. Es geht auch ohne, aber es ist viel einfacher mit. So, als erstes müsst ihr natürlich mindestens 2 Ladungen von der Giftpflanze haben. Die lädt ihr erstmal auf. Wenn ihr dann 2 Ladungen habt, dann geht hier nach oben, wo ich hingehe, und zwar stellt euch hier so hin, Leute, und wartet, bis der letzte Zombie kommt. Hier kommen gerade ein paar Zombies, ich töte die mal auf einen runter. So, jetzt Leute, passt auf. Sobald der letzte Zombie bei mir ist, stun ich ihn genau dort, wo er ist. Dann gehe ich hier hinter diesen Pfeiler. Also lauft genauso wie ich hier hinter diesen Pfeiler vorsichtig, sodass ihr nicht runterfallt. Und dann dreht euch zu dem Zombie, Leute, und messert ihn. Also ihr braucht nicht rennen oder so, ihr braucht einfach nur zu ihm drehen und messern. Wenn ihr das dann macht, dann fliegt ihr in die Luft, so wie ich, und landet dann hier oben drauf. Wenn ihr dann hier oben drauf seid, Leute, dann tötet zuerst den Zombie, wenn ihr könnt. Oder falls eure Waffe aus der Distanz nicht reicht, dann lasst es, dann macht ihr das gleich. So, jetzt nehmt diesen Weg, den ich hier laufe, damit ihr zu dem richtigen Spot kommt. Wenn ihr dann hier oben seid, dann lauft hier entlang. Ihr könnt dann so quer da drüber laufen. Wenn es nicht mal weitergeht, dann klettert ihr einmal hoch und dann lasst ihr euch hier runterfallen. Wenn ihr dann hier unten seid, Leute, dann geht ihr noch eins tiefer. Ich schaue jetzt nochmal, ob der Zombie kommt. Ne, er kommt nicht. Okay, dann muss ich ihn gleich töten. Geht dann nochmal hier runter. Von hier aus könnt ihr rüberklettern und hier hinterm Gebäude gehen. Wenn ihr dann hier an der Garage steht, am Tor steht, dann versammeln sich die Zombies vor euch. Und ihr müsst jetzt warten, sodass der Zombie hier in diese Lücke kommt und ihr ihn von da töten könnt. Deswegen ist es besser, wenn man eine Weitschusswaffe hat, dass man den Zombie schon vorher tötet. So, jetzt kam er in die Lücke, ich habe ihn getötet. Und jetzt müsst ihr einfach hier an dieser Tür warten, bis sich die ganzen Zombies von der Runde vor euch versammelt haben. Das seht ihr dann an der Minimap, die sich immer wieder aktualisiert, wenn die ganzen roten Punkte bei euch sind und keine mehr dazukommen. Wenn dann alle vor euch sind, dann aktiviert eure erste Giftpflanze und dann zählt bis 3. Wenn ihr dann bis 3 gezählt habt, aktiviert eure zweite Giftpflanze. Dort wird dann stehen, dass das Platzieren nicht möglich ist, und wenn das dann dort steht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Die Giftpflanze bleibt dann für immer bestehen und ihr könnt einfach AFK gehen und somit nebenbei leveln. Es haben viele Leute gesagt, dass sie, wenn sie den Controller nicht bewegen, aus der Lobby fliegen wegen Inaktivität. Leute, ich weiß davon nichts, weil ich spiele auf Maus und Keyboard und ich habe teilweise Runden gespielt bis Runde 200 und hatte nie das Problem, dass ich wegen Inaktivität rausgeflogen bin. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das sehr gerne an dieser Stelle ändern. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal.